Danach ist alles coolio. Rapid, aber ich möchte darüber jetzt gar nicht weiter reden, weil ich will ein Rennen fahren und nicht über solche Sachen reden. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Danke. Das können wir gerne andermal machen, wenn wir kein Rennen fahren, weil ich möchte die anderen Leute jetzt nicht damit voll quatschen. Das wäre schön. Du kannst das gerne nochmal anstoßen, dann können wir gerne nochmal drüber sprechen. Also auch ausführlicher, wenn du möchtest. Ich habe mich damit sehr lange befasst. Okay. 12 Stunden Ohrenterror. Let's go, Baby. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Dizemo, Dizema, gute Fahrt. So, wen haben wir denn hier so vor uns? Ach, Herr Huben ist sogar hinter... Was, mit Schöni? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ach, die fahren auch Audi? Warum sind die in unserem Rennen drin? Oh, und die haben jetzt auch kein... Zusatzgewicht mehr. Mhm. Mhm. Nee, Remo fährt den Start heute. The box is speaking. Hello, hello. Can you hear me? Driver from the Switzerland. Hello, I hear you very clearly. I'm prepared for the race. I'm in the focus. Nice, nice. Get into the tunnel. Have you set everything up? Yes, yes. Everything is set up okay. Great, great. I feel me decently. I think I will do a great job. I'm very prepared. Good. Very, very good. Think about the Schöni hinter you. He's very fast as fuck. He might attack you in the first corner. Yes, yes. Yeah, I know this. I watch out for him. Yeah. It's also an opinion to let him pass of safety reason. In my opinion, you can send in. Just send in. Just fuck him up. Okay. Like a real bad boy. Makes a pew pew and he is gone, gone. Perfect, perfect. I will try my best. I will try my best. Very good, very good. Is your wheel working? Fine. Everything is great. Everything is working. Very good. The pedals, the inputs, the buttons, everything. Very good, very good. Very good. Make Switzerland proud, please. I will do my best. For the chocolate. For the chocolate. Yes, we need chocolate. I love chocolate. Yeah. Oh, hey. I'm with you. I do the spotting. Yes, yes. Top. 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 Ja, ich mute mich dann mal wieder, damit ihr meine Pedals nicht hört. Alles gut, mach ruhig. Bis dann. Ah, herrlich. Da ist er, der Konkurrent. Schöninger. Mhm, und das ohne Zusatzgewicht. Mhm. Ich spot mal bei, also ich bin mal gemutet und Discord, bin gleich bei dir. Jo. So Leute, dann drücken wir mal die Däumchen. Auf geht's. Komm mal, Baby Girl, Podium ist drin, Chen. Wir haben ein richtig starkes Team heute. Podium muss drin sein. Schöni steckt fest neben dir. Hört gleich auf. Dived rein. Sehr gut. Ihr seid 3 wide. Sehr gut weggekommen nach hinten. Weiß Platz. Hast du fast eine Sekunde schon, kommst super gut weg. Sind noch gut weg nach hinten. Ich bin noch da. Ich spotte aber nicht. Also ich bin bei dir, wenn du Infos brauchst. So, jetzt bin ich wieder bei dir, aber... Ja, schön. Willkommen zurück. Ja, schöne erste Runde. Ja, war gut. Ja. Alles sauber abgelaufen. Hab kurz nicht mitbekommen, was vorne abging. Da ging ja der Porsche weit, ob sich da Schöni und Fly da in die Gegend gekommen sind. Weiß nicht, hab ich nie gesehen. Aber ich meine, dann hat er den Platz wiedergegeben und jetzt ist er wieder auf Platz 1. Das ist Wahnsinn. Ja, Schöni in dem Ding, der fährt ja nichts anderes außer Audi. Richtig. Der kann das Ding im Schlaf fahren. Aber solange wir dranbleiben, ist ja alles gut. Ja, richtig. Sofern wir haben ja auch schon 1,1 Sekunden nach Abstand nach hinten. Das ist perfekt. Ja. Das ist doch sehr geil. Das ist gut. Es regnen kannst nicht kuscheln. Tokamada, dankeschön. Moinsen, Magger. Sock 3 gifted A Tier 1 Sub to ZNS-Failure. They have given 634 Gift Subs in the channel. Nee, wir haben keinen Sprit gerechnet. Das sind tatsächlich 75 Minuten. Ich kümmere mich um Michel mit dem Sprit. Machen wir gleich, Michel. Wir wollten erstmal starten. Alles gut. Wie wär der im Tank? 120, ne? Mhm. Wenn Nils sagt, er fährt 104 Liter in einer Stunde, dann sind 15 übrig. Könnte fast hinkommen. Oh. Ich will gleich mal ausrechnen. Ja, da sind 120 drin. Ich sehe, Louis hat ein bisschen Probleme, an den Ästen vorbeizukommen. An meinen Namensvetter. Mhm. Die 324 steht schon in der Box. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie einen Crash gehabt oder so. Ja, ja, 21 fährt auch sehr weit nach hinten. Die Nummer 3 ist gerade gelb, die ist irgendwie da. Ich glaube, jetzt kommt die Attacke. Remo, wie viel Sprit verbrauchst du gerade aktuell? 3,04. Danke. Okay. Rechnen wir mal kurz durch hier. Ui, ui. Haben wir jetzt Schwein gehabt. Lassen vorbei, ist ein sehr aggressiver Fahrer, die sollen sich da vorne battlen. Ich bin dann einfach der Lucky Winner. Wenn sie sich abschießen, hab da keinen Bock drauf. Also wir können mit dem Sprit aktuell das ist eine gute Einstellung von Remo. Genau das Richtige. Wir können 76 Minuten hinten dran und versuchen mein Bestes. Ja, das ist doch super. 76 Minuten mit 120 Liter. Ja, perfekt. Oh ja, das wäre geil. Ja, mit 3,04 Liter können wir 76 Minuten fahren. Na, perfekt. Gut, im ersten sind wahrscheinlich nicht wegen der Einführungsrunde, aber sonst perfekt. Können wir das nochmal bestätigen? Du hast einen Verbrauch von 3,04? Ja, das liegt an der Startphase. Er sagte bei 3,07. Also jetzt irgendwo bei 3,1 bis 3,15 ein Pendel. Okay. Das tut sich einmal aktualisieren. Das mitbekommen mit dem Vordermännern? Ja. Warum ich den vorbeigelassen habe? Ja, alles gut. Super Entscheidung. Bestätigen wir so. Nächstes Mal bitte auch, wenn ihr mich moved, im TS bitte melden. Hat mich kurz abgelenkt. Ja, sorry. Das war nicht unsere Hand. Okay. Dann ist gut. Okay. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir gemoved worden sind. Ich habe die Teamspeak-Sounds aus. Den 10 hat Michel gemacht, Chat. Da geht mal wieder alles an Michel. Michel hat den zusammengebaut. Direkt salzig hier, Remo. Mal geht, war das denn salzig? Geht Pitwall schon wieder nicht heute? Oder? Haben die überhaupt Pitwall? Ja, hier ist irgendwie Real Racing Club, RRC, die haben einen. Aber irgendwie. Also unser Auto ist da auch drauf, aber wir sind da. Wir sind da auf Platz 31. Also irgendwie aktualisiert er nicht. Interessant. Warum wird mit Map 1 gefahren? Weil Map 1 die schnellste Map am Audi ist. Der nette Mann. Sonic Moni, grüß dich. Map 1 ist die schnellste Map beim Audi, der nette Mann. T300 Timmerwärts. Ja, der nette Mann stimmt. Beim Porsche ist das halt ganz anders. Also es sind halt nicht alle immer mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manche, ich glaube der Porsche die schnellste war... 8. 8? Ja, 8. 8 oder 9, ja. Und einige Autos haben halt nur 3 Motormappings wieder, Mercedes. Genau. Moinsen. Was machst denn du hier eigentlich? Auf meinem Schoß. Alles gut, der nette Mann. Wir müssen eine Runde Sprit sparen. Ja, weiß ich. Da habe ich schon ausgerechnet. Ja, Mizi, du kannst jetzt nicht auch noch auf meinen Schoß. Der liegt Mozart schon. Sei nicht traurig. Sei nicht traurig, kleiner weiser Mann. Wie kommt es eigentlich, dass in letzter Zeit so häufig wechselnde Fahrer bei dir im Team sind? Weil ich jedes Wochenende fahre und nicht alle so viel Zeit und Lust haben, wie ich jedes Wochenende zu fahren. Und das liegt auch einfach am Körpergeruch. Vielleicht liegt es auch einfach am Körpergeruch. Na, ich fahre halt jedes Wochenende und manchmal, also Remo zum Beispiel fährt ab und an nochmal mit seinem Team ein Rennen. Michel fährt zum Beispiel World Cup noch und andere Sachen fährt Michel halt auch noch. Ava kenne ich ja jetzt erst seit kurzem, der ist ja das zweite Mal jetzt dabei. Und ich ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht so schlimm, weil immer dieselben Gesichter, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. So haben wir halt immer mal ein paar andere dabei. Remo hat mich jetzt zum Beispiel zu einem anderen Rennen noch eingeladen, also zu einem Cup, da bin ich jetzt auch noch mit dabei. Da bin ich dann quasi nicht jedes Rennen dabei, aber immer mal zu Gast. Und so wechseln wir halt immer mal ein bisschen durch. Xentrin ist jetzt wieder da, also der wird jetzt wahrscheinlich sehr viel wieder mitfahren dann. Und ich hoffe mal, dass Michel dann irgendwann bald mit seinem ganzen Tünne fertig ist, dass wir mit dem auch ein bisschen mehr fahren können. Und danke ansonsten an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. So wie immer. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Genau, ich habe halt kein festes Team. Das würde auch gar nicht funktionieren. Wie gesagt, ich fahre so viel, das macht halt nicht jeder mit. Ja, und von daher, es klappt auch super. Kurz Update zu meinen Reifen. Ich habe den Reifendruck vorne ein bisschen fehlkalkuliert. Versuche, Temperatur reinzukriegen, aber ich bin irgendwo zwischen 26,9 bis 27,4. Also guckt, dass ihr nachher beim Reifen anstellen euch ein bisschen mehr Zeit und Mühe gebt. Ja. Aber es geht trotzdem irgendwie fahrbar. Stimmt, ich sehe es gerade bei ihm im Stream vorne rechts. Ne, wobei stehen geblieben ist, eigentlich ganz cool, wenn man so einen Pool aus Fahrern hat. Da hat da irgendwann wie immer jemand mal Zeit. Genau. Hey Mozart, du hast richtig warme Hände, ne? Also Pfoten. Das fühlt sich gerade an, als hätte hier irgendwie eine Dame ihre Hand auf meinen Schenkel gelegt. Sag mal, das ist ja ganz unangenehm. Aber ich habe auch letztens schon Angebote von Yeet gekriegt. Hier, Stulsen, sein Team. Die wollen mich scheinbar abwerben. Bitte nicht, die fahren zu viel Audi. Das versuchen die bei mir auch immer. Ja, Michel, die wollen uns irgendwie beide in ein Team stecken, habe ich gehört. Die wollen uns beide in ein Team stecken. Krasax, es lohnt sich nicht, Ideallinie zu fahren, weil die Ideallinie nicht unbedingt die Ideallinie ist. Ich würde auch jedem empfehlen, ohne Ideallinie anzufangen, weil sonst bringt man sich falsche Sachen bei. Richtig, und wenn man sich immer auf die Ideallinie verlässt und vor einen ist, dann kann man es nicht richtig einschätzen, wo man bremsen soll. Meistens räumt man dann den Fahrer vor einem ab. Genau. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Dizemo, Dizema. Sniper, Dankeschön für 3 Monate, Maga. Wie ist denn so der allgemeine Tonus im Chat zu den neuen Emotes? Haben das schon alle mitgekriegt? Es gibt ja nur neue. Antworten wie, mir ist mir egal, gibt's nicht. Die sind total cool. Danke, aber. Jetzt neue Emotes. Na Tim, du kannst sie nicht benutzen. Du hast keins ab. Ich hoffe, ich krieg das auch noch ohne Ideallinie. Na klar, Bolidenschubser. Du brauchst einfach ein bisschen länger Zeit. Ist doch nicht wild. Das kommt alles. Einfach üben. Genau. Genau. Einfach. Das ist, hier ist wirklich der Leitspruch, Übung macht den Meister. Das trifft hier sowas von 100% zu. Einfach fahren. Ich meine, Chat, ich bin ja nicht so der Typ dafür eigentlich, ne? Aber kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin, dass wir die restlichen 50 Emotes auch noch freischalten? Ich habe noch so ganz viele Zettel, Emotes auf dem Zettel und es sind einfach zu wenig Sluts. Hm. Sascha, holt mal Bier. Ja, also für alle... Für Chat, ich möchte das jetzt nicht sagen, aber für alle brauchen wir 10.000 Subs. Dann sind alle Emotes freigeschaltet. Bei 10.000 sind alle frei. Netter Mann, dann haben wir alles was. Moinsen, Magger. Shenison gifted a Tier 1 Sub to Bolidenschubser. They have given 2 Gift Subs in the channel. In deinem Dashboard unter Emotes, Michel. Das erste gibt's bei 2.8, Crosshaber. Da kommt das nächste und dann müsste 3.4 oder so sein. Geberhörnchen, Dankeschön für 5 und Cynex, Dankeschön für 10. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Peko 84 gifted R Tier 1 Sub 2 RBTIMBVB. This is their first gift sub in the channel. Ich finde das gut, dass wir vorne schön mithalten können. Ja. Und ich glaube auch Remo kann langsam schneller als der Aston. Mhm. Ja. Ich bin ein bisschen eingebrochen. Fehler durch Remo. Remo, möchtest du einen Doppelstint fahren oder nur ein Stint? Doppelstint klingt okay für mich. Okay. Für euch? Ja, passt. Wir müssen dann nur gucken, wie wir das mit den Reifen machen dann, wegen Doppelstint. Jo. Say hello to my little friend. Okay, dann ist das ja schon mal geklärt, super. Dann muss Remo nur... Nee, dass Remo jetzt ein Doppelstint fährt. Ja. Willst du danach fahren oder soll ich danach fahren? Können wir auswürfeln. Das Ding ist halt, ich würde jetzt, also... Ich persönlich würde jetzt Single stinten. Mhm. Und zum... Habe ich kein Problem mit. Zum heute Abend dann... Aktueller Verbrauch 3,08. Dass wir heute Abend dann wegen den Doppelstints. Doppelstinten. Genau, dass wir dann heute Abend Doppelstinten. Mhm. Bin ich fein mit? Ja. Ich kann als Affiliate nicht mehr Steckplätze freischalten. Hm. Ja, der musste Partner werden. Kommt auch noch, Michel. Immer mit der Ruhe. Klemmosen, Dankeschön für 2 Subs, Maga. Vielen Dank. Wenn ihr 72 Minuten fahrt, müsst ihr nichts doppelt stinten. Naja, eigentlich schon. Na klar, aber nochmal 72 Minuten? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Ich nehme mal mit 73 Minuten eine Minute Boxenstopp. Ja, warte mal. Nur noch ein Monat, dann ist es soweit. Ich freue mich schon so sehr. 12 Stunden mal 60. Das sind Minuten durch 72. 10. Dann kommen wir auf 10. Also wir müssen zweimal Doppelstinten. Nein. Wir haben noch 10 Reifensätze. Wenn wir 10 Stints haben. Stimmt. Oh Gott, aber. Ah! Ach, aber. Danke. Sorry. Denkfehler. Gerne. Ja, gut. Den müssen wir ja gar nicht. Ne, den müssen wir nicht doppelt stinten. Du hast recht gehabt. Mathe, man. Boah, hör bloß auf dem Stream. Quick Math on Stream ist richtig scheiße, Junge. Quick Math on Stream ist Kacke-Chat. Ach, Siggi. Oh Mann, ey. Ja, dann müssen wir halt wirklich nicht doppelt stinten. Geil. Ja, das ist wirklich richtig nice. Ich hebe mir die nächsten... ja, ich hebe mir 2 Reifensätze für das nächste Rennen auf. Richtig. Zur Sicherheit. Jobberhände, Dankeschön für 10 Subsmager. Equigrim, Dankeschön für 4. Gecko, danke, dass du Sim Shady einzugesteckt hast. Also willst du zuerst oder soll ich zuerst, aber? Mach du. Dann fahre ich danach. Okay, dann mache ich. Dann ist das nämlich geklärt. Ja, dann mache ich. Dann fahre ich halt. Trotzdem schmerzlos. Ja. Machen wir so. Das machen wir so. Perfekt. Okay, es ist jetzt offiziell. Mein Namensvetter hält uns auf, weil nämlich der hinter uns, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, schon auf 2,5 Sekunden ran ist. Guidici, glaube ich. Guidice? Oder keine Ahnung, wie man es aussprechen soll, wenn man das U einfach weglässt. Oder Giudice. Nennen wir das den Porsche-Fahrer mit 222, um nicht unhöflich zu sein und seinen Namen falsch auszusprechen. Genau. Lisi, Dankeschön für 5 Hütten. Und T-Rex, Dankeschön ordentlich für 10 Bagger. Vielen Dank, Leute. Küsschen gehen raus. Irgendwie Pitwall funktioniert echt mal gar nicht. Das ist nicht gut. Schade. Ja. Andi, Dankeschön für 8 Monate. Nee, habe ich nicht vorgelesen. Andi, vielen Dank für 8 Monate, Magger. My bad. Oh, er sendet. Da wird gelesen. Oh! Hält dagegen. Ja. Schade, hat nicht geklappt. Morgen wieder. Sorry, war ein bisschen übermotiviert. Ist überhaupt nichts passiert. Gut gefahren. Schön gemacht. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Ehrlich gesagt, dann weiß ich nicht, was da bei Dings rauskommt, hinten aus dem Audi, was das ist. Was das rechts? Ja. Das ist zum Aufbocken. Da kommt die Druckluft dran. Das ist das Ding. Ja. Ah. Und deswegen hast du links auch nochmal so eine Aussparung, ja, weil wenn die Boxengasse andersrum ist, ja, dass das Ding dann links rausguckt. I know, I know. Danke, aber. Gerne. Danke. Das. Bei den anderen Autos weiß ich nicht mehr, wo das ist, aber ich war mir nicht sicher, was das ist. Aber gut zu wissen, schön. Das ist der Soundgenerator. Nee, der hat eine Bluetooth-Box verbaut. Von JBL. Das ist die Hupe, die ist vor da hinten. Eine kleine Tröte. Hey, Cookie, moin, ich grüße dich. Oh, wo ich dich gerade sehe, Cookie, waren gestern bei Sascha ein paar Leute mit im Stream. Wie ist das Studio? Ich konnte es leider nicht sehen. Ist geil geworden? Die ganzen Zuschauer von Sascha? Ist geiles Studio geworden? Unten? Ist geil, ja? Da muss ich Sascha besuchen fahren. Muss ich gucken. Ich bin immer noch traurig, dass ich da nicht mitbauen durfte. Ehrlich gesagt. Ja, es gibt Boxengassen auf der linken Seite, zum Beispiel Kyalami. Genau, Kyalami ist andersrum, ja. Bathurst ist auch andersrum, stimmt. Misano ist auch andersrum. Donington weiß ich gerade nicht. Ja, doch, stimmt, Donington auch, ja. Genau, Laguna Seca auch. Bin ich ja vor kurzem im Ligarennen gefahren, wo mir das nicht direkt eingefallen ist. Hat hier wer Eis bestellt? Aero. Sascha grillt schon wieder? Geil. Gönnung. Troll, Dankeschön für 10 Butzen. Kürzchen auf 40 Bagger. Vielen Dank. Oh, ich muss noch Snetterton für nächste Woche. Kenne ich mich noch gar nicht aus, so. Snetterton willst du fahren? Oh je. Ja, GT3 oder GT4? Ist LFM drin. Das ist ein LFM. Also, meine ehrliche Meinung: Das Highlight der Strecke ist der Baum. Ansonsten, ja. Hä? Kein Kommentar. Snetterton ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Komm, Snetterton ist doch echt ganz gut. Mit einem GT4, ja, mit einem GT3. Hm. Boah, ich finde die geil. Marci, Dankeschön für dein Prime. Ich mag den Baum. Hast du den Baum dort noch nicht gesehen? Nee. Ich bin nicht so viel Snetterton gefahren. Ich habe nur einmal den Lizenzränder gehabt. Ja. Du musst drauf achten, da gibt's einen Baum, der sieht cool aus. Aber da gibt's einen Baum, der sieht gut aus. Der sieht cool aus, aber in echt gibt's ihn nicht mehr, weil ein Blitz eingeschlagen ist. Aber ins Spiel hat er noch reingeschafft, weil er dort zu der Saison noch stand. Ah, okay. Richtig, Happy Tree. No groß, Dankeschön für 3, Maga. Da ist Hilfe. Muss ich beim Opti alle Fleischsorten grillen auf einmal oder muss ich da immer die Taste für das bestimmte Fleisch drücken? Nee, du musst immer die Taste drücken, random. Weil die Grillprogramme für das jeweilige Fleisch sind ja immer anders, random. Also wenn du jetzt beispielsweise... Also wenn du so einen hast wie ich, ja, und du möchtest jetzt... Rind, Schwein und Geflügel machen, würde ich dir empfehlen, erst Rind, dann Schwein und dann Geflügel. Also ich würde es immer separat machen. Chat, ich hab überlegt, ob wir morgen früh zum Frühstück vielleicht Pancakes machen oder so. Weil ich morgen ist wieder Frühstücksfernsehen alleine. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht mal Pancakes machen oder so weit in der Richtung. Einen herzhaften und einen normalen oder so. Snetterton Nudelsuppe. Du meinst Frühstück um 12 Uhr mittags? Genau. Ich muss unbedingt mal ausschlafen, Charina. Ohne Scheiß. Ich muss mal wirklich ausschlafen. Bei morgen sah ich aus wie ein Stück Scheiß, Junge. Ich sah bei morgen richtig übel aus, so. Obwohl, nee, geht morgen gar nicht. Nee, morgen muss um 12 sein, weil morgen ist das letzte leichte Training. Vor der schönen neuen Trainingswoche. Aber kann ich dich kurz mal alleine lassen mit meinem Chat, also meinem Frühstück? Also ich will da nicht weiter große Ausführungen tätigen, ich bin gleich wieder da. Ja, alles klar. Gerade fährt Remo. Macht jetzt einen Doppelstint und danach fährt Dizzy. Wollen jetzt über Essen reden und schreiben und von draußen vom Fenster kommt auch noch Grillgeruch rein. Das ist gerade echt eine Folter. Putzt dir mal die Ohren, ich hab doch Grillen gesagt, ey. Geruch vom Grillen. So, mein Namensvetter da vor uns hat wohl ein bisschen wieder Pace wiedergefunden. Ja, Schöni hat eine Strafe bekommen, ich glaube, für den kleinen Zusammenstoß mit Fly. Ganz zu Anfang. Danke an euch alle. Gab es wohl dann 5 Sekunden für. Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schumi. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob dazu was im Discord auch geschrieben wird. Ich mach mal... Guck mal kurz da. Spritverbrauch 2,81. Copy. Nee, es werden anscheinend nicht die Strafen ausgeschrieben. Schade. Nee, nicht Schumacher S, also das mit den Essen und Fly war ja hier in der Mercedes Arena. Ganz zu Anfang war ja, glaube Schöni und Fly. Oh, das war der Essen, das kann natürlich auch sein. Schon ein bisschen länger her. Könnt natürlich auch einfach ins Replay gucken. Hm. Ich glaube mal nicht ganz so viel. Nur so 3, 4, 5 Runden oder so. Okay, war Essen und Fly, ja. Ja genau, in T2 war Essen und Fly, richtig. Aber nach dem Schumacher S hier vor der Warsteiner Kurve. Da ist ja... War ja auch irgendwas, da habe ich aber leider nicht richtig hingeguckt. Aber da hat ja Schöni auch den Platz wiedergegeben. Ist eigentlich aber auch nicht so schlimm, weil der fährt ja sowieso da vorne weit weg. Der hat 8 Sekunden Vorsprung. Die 5 Sekunden jucken da im Prinzip nicht. Und wir hängen jetzt, das kommen wir gerade drüber, also der Aston hängt 12 Sekunden hinter Platz 2 fest. Und wir sind ja direkt dahinter. Ja, das Problem ist, ich habe das Ding, halt nicht gerade mitbekommen, weil ich war überhaupt auf was anderes geachtet habe. Habe dann halt nur gesehen, wie Louis da je weit ging, wenn er das war. Und dann halt Schöni halt da irgendwie Platz gemacht. Da war ja kurzzeitig der Aston wieder auf Platz 1. Dann Louis, dann Schöni, und Schöni hat natürlich sich sehr schnell wieder nach vorne gekämpft. Gibt aber noch andere Teams mit Strafen, wenn ich das richtig sehe. Platz 9 hat 10 Sekunden, Platz 10 hat 5 Sekunden und Platz 12 hat auch noch 5 Sekunden und Platz 22 hat 5 Sekunden. Und dann haben, was ist das? Platz 26 auch nochmal 5 Sekunden. Ansonsten sind noch alle straffrei. Ah, okay. Die 409 hat jetzt auch nochmal 5 Sekunden für Caution Collision bekommen. 409, wo sind die? Ist das irgendwie relevant für uns? Scheinbar nicht relevant für uns. Wir sind auf Platz 24. Und das Ganze zu zweit. Oh, jetzt. Go Remo, Attacke. Jetzt besser rauskommen. Nice. Ah, es ist noch nicht gegessen. Nicht quer stehen. Ah, Mist. Und halt die Nase drinne. Ah. Come on, dieser Parallelflug hier. Yes! Komm schon, vorbei. Sauber. Sehr schön. Weiter so. Sehr schön, jetzt sind wir endlich da dran vorbei. Das war ein nicer Fight. Dann schön in den Fehler reingetrieben. Aber dadurch ist auch hier Mr. Unaussprechbar, der Porsche-Fahrer, ganz gut rangekommen. Jetzt müssen wir einfach nur davon fliegen. Oh, haben wir schon grünes Delta, also... So, wieder da. WB, wir sind gerade vorbeigekommen an den Ästen. War ein schöner Fight. Ein Drittel der Runde sind wir nebeneinander gefahren. Oh, sehr schön. Ich musste gerade noch mal kurz an der Kohlsuppe schnüffeln. Die war einfach, die roch einfach so gut. Die ganze Wohnung riecht danach. Mhm. Meine Rennpace liegt so bei 55,3, 55,5. Nürburgring ist nicht so meine stärkste Strecke. Mit dem Audi komme ich tatsächlich hier ganz gut klar. Besser als gedacht. Dada, du Sack. Nee, ich bleib beim Fahrer, Charinado. Vielleicht nachher, mal gucken. Tatsächlich muss ich dir sagen, Replay lohnt sich wirklich. War wirklich ein schöner Fight. Hast du ihm gesagt, dass er Map 2 fahren soll? Ey, hat er selbstständig gemacht. Fährt er jetzt auch, glaube ich, schon 3, 4 Runden schon so. Remo, Box hier. Du brauchst nicht so lange Map 2 fahren. Kannst du mich Map 1 fahren? Replay. Ich glaube, er wollte einfach die Einführungsrunde ein bisschen kompensieren. Ja, alles gut. Und da der Rechenmeister nicht da war, war ich zu faul zu rechnen und wollte eigentlich die Arbeit an dir abwälzen. Ob es reicht oder nicht. Ja, das wird schon gehen. Oh, sehr schön Platz gemacht. Sehr großzügig auf jeden Fall. Ja. Ich kann das Replay jetzt nicht gucken. Hinter uns in 0,7 Sekunden ist einer. Okay, aber nur kurz, Chat. Aber ist ja noch da. Nur kurz. Genau, ich bin noch da. Ich kann ja sagen, wenn was passiert. Genau, Runde, genau, Startziel. Perfekt. Sonst sagt Dada wieder, Dizzy hat nichts gelernt. Das wollen wir ja nicht. Du kannst jetzt noch mal eine Runde vorspulen. Also es beginnt ja bei Startziel. Da hängen wir direkt hinten dran. Ja, das müsste es sein. Da bin ich ja genau passig wiedergekommen. Richtig. Gut gemacht. Gut, oder? Ja, war schön. Das war sehr, sehr schön. Ja, habe ich ihn auch direkt weitergegeben. Hat er sehr gut gemacht, der Remo. Der Schweizer Terminator mit dem Zopf. Ja, die sind beide vorne sehr schnell. Aber schön, dass wir nach einer Stunde immer noch so nah beieinander sind. Zumindest mit ein paar Leuten. Was ist M2? Aber auf 5 machen wir ja wieder fahren. Nee, ich glaube, das ist einfach eine Stunde gefahren und Konzentration fehlt ein bisschen. Das ist normal. Gerade nach dem Fight musst du erstmal wieder sammeln, dich eingrooven. Muss auch bedenken, dass Remo gerade mit so optimalen Reifendrücken hier echt eine starke Pace fährt. Ja. Reifendrücke sind nicht ganz richtig. Ja, vorne rechts gerade bei 27,0, hinten rechts 27,2 und die anderen beiden links sind bei 27,3. Ja. Also links am Minimum und rechts sind halt drunter. Ja, das ist schon okay so, Werther. Netter Mann, nicht Werther, sorry. Das ist schon okay so. Nie weiter will. Ist nicht grenzwertig. Wie gehen die Porsche mit dem Sprit um? Weiß ich nicht. Tanken, fahren, tanken, fahren, tanken, fahren. Glaube ich. Oder so. Im Groben und Ganzen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der Porsche nicht ein bisschen mehr verbraucht und tatsächlich mal Sprit sparen. Was sagt er? 2,6 Sekunden hinter dir hat sich, glaube ich, hart verbremst. Copy. Fahren die eigentlich Biosprit im Spiel? Ehrlich gesagt, wir fahren von Luft und Liebe. Trottelinchen. Also super umweltneutral. Also grundsätzlich die Boxencrew und die Fahrer, die treffen sich regelmäßig zu einem gewissen Happening und dann hauchen sie Liebe in einen großen Tank und dann wird das getankt. Ja. Sehr nachhaltig. Ja, ich habe jetzt auch einen Wiggle endlich. Weißt du, serious? Ich habe komplett alle, nicht alle, aber fast alle Emotes neu machen lassen jetzt. Es ist natürlich das Geile, dass er aus dem Windschatten bei uns raus ist. Jo. Und wahrscheinlich noch ein bisschen verteidigen muss. Wenn die Server mit Ökostrom betrieben, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, bei welchem Serveranbieter wir sind. Nee, ich habe keine Kohlsuppe gegessen bis dato. Ich habe vorhin gerade Frühstück gegessen, Nordpol. Ich hatte Haferflocken mit Gemüse. Ich werde erst heute Abend, denke ich mal, einen Teller vernaschen. Und außerdem hatte ich schon 2 Stücken Apfelkuchen. Nee, ich habe generell, glaube ich, mal Why So Serious etwas angesagtere Emotes gemacht. Sinnvollere, nennen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wer das Wiggle eingeführt hat. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Ja, der soll mit Absicht so schnell wiggeln. Oh, gelb. Komm noch abenteuerlich auf die Strecke zurück. Ja, ist alles gut. Wir müssen Reifen nicht doppelt stinten. Er meint nicht die Reifen, sondern das Fahrer. Achso. Ja, auch. Also wir sind ja zu viert, hat ja jeder nur 3 Stunden. Also nach Remo fahre ich ein Stint, Ava ein Stint und danach müssen wir mal gucken. Ist dann Michel dann schon da? Weiß ich nicht. Ich glaube, Michel wird Finish fahren heute. Okay. Oh, sorry. Was denn? Achso, hat man noch nicht gehört? Gut, nee. Ist neues Skate. Das Gerümpf oder? Nein, ich bin gerade gegen einen Teller gekommen, der hat gerade ziemlich gescheppert. Ach so, ne, haben wir nicht gehört. Gutes Mikrofon. Hat man alles nicht gehört, alles gut. Bin ich supi. An die Box, ich schaffe noch genau 11 Runden. Soll ich den Stint komplett ausfahren oder soll ich etwas früher an die Box kommen? Also Minimum müssen wir draußen bleiben, 72 Minuten, damit wir Reifen nicht doppelt stinten. Okay, ja. Danach dann bleibe ich komplett draußen. Jo. Dann wird auch, kann nicht jeder 3 Stunden fahren, denke ich. Nee, nee, ich habe gerade gerechnet, 2,5 Stints. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir fahren ja für Platzierung, also werden wir beide wahrscheinlich verzichten dann. Ja, richtig. Denke ich. Wir machen das Remo und Michel dann heute für uns. Mal gucken. Ganz entspannt. Achso, genau, erstmal fahren wir, weil Remo ist ja dann auch die 2 Stunden ja nicht da. Ja. Und irgendwann stoßt der Michel noch dazu. Genau. Ah, locker flockig. Das ist mal, eigentlich kann man mal sagen, ein entspanntes 12-Stunden-Rennen. Also das ist wirklich super entspannt. Fühlt sich an wie ein Sprintrennen. Jo. Ich meine, ich falle ja dann wahrscheinlich sowieso für die letzten 3 Stunden, falle ich wegen der Konzentration eh voll raus. Warum? Ach so, weil das ist zu spät für dich, oder? Ja, mein Schlafrhythmus ist so, ich bin doch gestern schon um 7:45 war ich pennen gegangen. Ich war gestern so tot, deswegen habe ich ja noch geschrieben, dass ich auch nicht zur moralischen Unterstützung mein Quali dabei bin. Ach so, okay, ja. Ja, gut. Ich habe erst nur 12 Stunden gepennt. Nee, ich werde bis 3 Uhr morgens schon da sein, aber ich werde wahrscheinlich ab 12 Uhr, ja, lege ich nicht mehr meine Hand ins Feuer, dass ich mit der Konzentration voll da bin. Fahren wir bis 3 Uhr morgens? Ja, wir fahren bis 3 Uhr morgens. Geil. Wird ein schöner Sonntagmorgen. Mhm. Twitch Prime. Ja, meine für den neuen. Uns diese Emotes doch mal an die C-Wigel, die C-Wigel, die C-Wigel. Tobi, danke schön für 10. Viel Spaß mit den Emotes. Mission, die restlichen freischalten bis zur 60. Wir fahren auch im Dunkeln, ja. Yes, wir fahren auch im Dunkeln. Darkstyle, moin. Aber definitiv werde ich heute länger durchhalten, weil ich einfach 12 Stunden durchgepennt habe, also von daher. 12 Stunden hast du durchgeschlafen? Ja, mit einer Toilettenpause. mit Boxstop. Genau. Oh, geil, ist doch gut. Danke, Psycho. Ja, das reicht, Dicke. Der kann den Stint locker ausfahren. Das ist gut. Das ist eine Ente, Mestrogon. Das ist eine Entenmütze. Eine Gans, Entschuldigung, ist eine Gans, richtig, eine Gans. Es gibt keinen Regen, nee, es wird keinen Regen geben. Franz Gans, moin. Wo ist P2? Leider funktioniert Pitbull nicht, aber sehr weit weg. Wir sind da vorne beim Überrunden. Das ist die 991. Der ist gerade übersteuert hier rüber. Da, genau. Gut, das wollte ich auch noch beantworten. Hol dir lieber einen T300 und kein Logitech. Bist du besser mit aufgehoben. Kannst du länger was mit anfangen. Kannst du halt ein paar Teile noch dran wechseln, wenn du möchtest. Ja, dem stimme ich zu. Mit dem T300 habe ich übrigens auch angefangen. Haben wir gebraucht gekauft über eBay. Bestes Ding zum Einstieg. Und bevor du es auspackst und in Betrieb nimmst, kommst du mal in den Chat und fragst, was beachten musst. So, wir sind 19,1 Sekunden hinter Platz 2. Ach so, Frage, dann fahr mal, wenn du eins daheim hast, ein Logitech. Das beste Lenkrad ist das, was du hast. Na klar kannst du das machen. Feuerfrei. Schaltet man eigentlich auch mehr GIF-Emotes frei, wenn man mehr hat? Weiß das jemand also von euch? Das wäre auch mal interessant. Oder gibt es immer nur 5? Ah, okay. Gut zu wissen. Oh, Filbrill, ich grüße dich. Moin, was geht? Oh, hier hat sich vorne schon einer abgeledert. Ey, Schoki Moinsen übrigens mal, ja? Hier ist Remos Kanal, Remo-32. Kannst du aber auch Ausrufezeichen 12H eingeben, da ist Remo auch verlinkt. Aber auch und Michel auch. Da findet ihr die Jungs. Jo, auch wenn ich heute nicht streamen werde. Trotzdem, danke. Da kann man ruhig mal reinfolgen. Ja, Tier 2 und 3 Mods habe ich noch frei, aber die benutze ich nicht wirklich. Vielleicht fülle ich die auch nochmal aus. Ich habe gerade das das Bedürfnis, Emotes machen zu lassen. Ich finde das schön, dass wir jetzt endlich mal welche haben. So richtige. Ich finde die voll gut, Fliprin. Ich feiere die total. Ich war super happy, als ich die gestern eingefügt habe. Stintplan ist sehr gut ausgefüllt. Wir haben auch keinen Stintplan gehabt, ehrlich gesagt. Wir fahren heute... Remo, denk dran, an deine Reifendrücker dann einzustellen. Doppel habe ich schon gemacht. Sehr gut. Wir fahren heute frei Schnauze. Sorry, Dizzy, dass ich da alles mitten reinquatschen musste, aber das Startziel ist das Beste zum Reden. War absolut nicht schlimm, aber... Überhaupt nicht wild. Ganz entspannt, ne? Aber das hat er ja schon gemacht. Aber ihr wollt nochmal sicher gehen. Ich fahre, glaube ich, mit 12 Newtonmeter der Jail. Zeigt das deine Wheelbase an, wie viel Newtonmeter maximal anliegen? Mhm. Achso, zeigt's nicht. Ah, okay. Nee. Und das wäre noch eine coole Funktion, wenn man das noch sehen könnte, was man so dann im Rennen so für einen Peak im Prinzip hat. Kannst du ja unten rechts bei FF sehen. Da zeigt dir das Force Feedback. Ja gut, das zeigt bei mir ein Prozent an. Das zeigt bei dir nur Prozent an? Ja, ich habe ja nur die Wheelbase 2.5. Nee, ich habe ja keinen DD. Nein, ich meine Ingame hier bei ACC. So ein ACC? Ja, unten neben der Map steht FF und das ist dein Force Feedback. Ja, da hast du ja nur den Ausschlag im Prinzip vom Eingangssignal. Du meinst Zahlen oder was? Ja genau, Zahlen, wie viel Newtonmeter tatsächlich maximal jetzt in den Stint oder so, dass so Minimum, Maximum irgendwie im Lenkrad halt angezeigt werden. Mhm. Das wäre mal cool zu wissen. Weil ich weiß ja, ich fahre jetzt hier mit 70% am Wheel eingestellt und in-game glaube bei 50. Aber ich habe halt keinen Plan, wie viel Kraft das halt dann letztendlich ist. Ja. Hat da jemand einen Disconnect? Was? Wer? 34. Der stand da am Rand. Ah, die 104, ja. Ist das ein V12 Aston Martin da vorne? Ja, ne? Ich glaube, ja. Oh. Unicorn! Ja. Ich glaube, ich hätte gar keine Zeit, mir das anzugucken, wie viel da jetzt gerade anliegt. Würde es bei dir anzeigen? Nö. Okay. Ich habe gar keine Displays am Lenkrad dran. Ja, du hast, was für eine Wheelbase hast du? SimuCube 2 Pro. Ah, okay, gut, also noch, ja, komplett nochmal was anderes. Ja gut, die haben ja eh keine Displays. Nee. Den Fanatec habe ich abgegeben. Ah, okay. Damit bin ich nicht so warm geworden. Die 2 fährt 991 und die 1 33. Viel Spaß, Royal. Lass krachen. Gerne, DJ. Aber Remo sieht richtig klasse aus. Er hat noch 3 Runden, wenn ich das richtig sehe, im Tank. Und hat noch 6 Minuten 40 etwa. Ja. Restzeit. Geht sich komplett aus. Richtig gut. Welche Vor- und Nachteile hat die SimuCube? Keine Nachteile. Vorteile, besseres Force Feedback. Größere Möglichkeit, obwohl, na, stimmt so auch nicht. Na, doch, eigentlich schon. Größere Möglichkeit an Lenkrädern. Wenn du sie nicht wireless betreibst, sondern über Kabel. Das hast du bei Fanatec logischerweise auch. Aber dann bist du nicht in dem Ökosystem drin, was vielleicht ein bisschen schade ist, weil dann die Displays und so nicht funktionieren. Bildqualität finde ich persönlich auch besser. Das Ding ist halt komplett aus Metall. Da ist kein Stück Plastik dran. Preis. Das war's dann auch schon. Also Plug and Play, es ist schon Plug and Play. Also ich meine, du brauchst ja bloß einen Stift rausziehen und das Lenkrad wegnehmen und dann bist du fertig. Nachteil teuer, das stimmt nicht. Also wenn du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, dann stimmt das nicht. SimuCube ist nicht teurer als Fanatec. SimuCube ist nicht teurer als Fanatec. Eine DD kostet von Fanatec genauso viel wie eine DD von SimuCube. Hat einen besseren Quick Release, wie ich persönlich finde, im Gegensatz zu Fanatec, der auch wirklich ein Quick Release ist. 75 Minuten Wolfsmoonlight. Genau, Remo hat noch 4,5 Minuten. Musst du auch nicht viel berühren. Es gibt auch, also die SimuCube haben auch ein Modul drin, dass du Lenkräder wireless nutzen kannst, wenn du es möchtest. Aber das Kabel, das USB-Kabel reinstecken, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Hindernis. Das geht relativ zügig. Aber ja, dann ist es nicht Plug and Play. Okay, das ist im Prinzip jetzt seine letzte Runde. Jo. Hast du Reifendrücke alle durchgecheckt? Copy. Ja, gut. Diese Runde muss ich in die Box, ich schaffe keine weitere Runde mehr wegen Stintime. Ist alles super, perfekt. Das passt genau in den Zeitplan. Jo, sehr gut. Okay, unsere erste Führungsrunde. Yeah! Aber zum Thema Lenkräder, ja, jeder muss auch das nehmen, womit er sich auch wohlfühlt. Und was er bezahlen kann. Genau. Ich fahre jetzt schon seit, ich glaube, das müsste jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre sein, vielleicht 3,5 Jahre mit meiner Wheelbase 2.5 von Fanatec und bin damit zufrieden. Natürlich habe ich nie einen DD kennengelernt, also habe noch nie einen Direct Drive in die Hand genommen, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt und wie geil das natürlich sein könnte. Aber ja, was man nicht kennt, vermisst man auch nicht. Das ist richtig. Ich glaube, VRS hat noch eine Wheelbase rausgebracht, Professor. Aber da kann ich dir gar nichts zu sagen, die habe ich nie benutzt. Einige sagen, die ist sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es nicht wirklich große Alternativen, nee. Ich glaube, Thrustmaster will irgendwie noch eine DD rausbringen. Die haben ja jetzt eine CSL-DD rausgebracht. Fanatec, ja. Ja. Ja, Thrustmaster will auch noch irgendwie was rausbringen. Achso, Thrustmaster. Ja, ich glaube, müssen sie auch mal. Und Logitech müsste jetzt auch mal langsam mal weg von den Zahnrädern. Ach Quatsch, da wird nochmal das nächste Zahnradantrieb, wird nochmal ausgebracht. Sehr schön, das Stint, Remo. War sehr gut. Danke, ich habe leider einen Cut in Runde 2 ausging Mercedes-Benz geholt. Alles gut. Nicht wild. Richtig, super gemacht, Remo. Auf einen guten zweiten Stint. Danke. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Reifendrücke sind dann hoffentlich top bei ihm. Da geht noch was. Ich muss meine dann auch direkt mal rausfahren. The Chief, Dankeschön. Logi, wollte ich gerade sagen, Logitech hat doch nicht das Bedürfnis danach. Die sind nicht im Racing so sehr drin. Das ist für die eigentlich nur ein Beiwerk, glaube ich. Das ist nur ein Beiwerk. Geh mal davon aus, dass du weißt, dass du noch gemutet bist? Nee. Okay. Aber jetzt weiß ich's und hab's behoben. Sehr schön. Die hinter uns haben Fahrerwechsel, die vor uns auch. Und Platz 1 hat auch Fahrerwechsel gemacht. Doch, vielleicht wechseln sie sich immer ab dann. Ja, wahrscheinlich. Gut, von Arnke weiß ich sowieso, dass er super schnell ist. Jetzt hinter uns der Konrad, keine Ahnung, kenne ich nicht. Geht nichts über die MX 518 und alle anderen Varianten davon. Das war die Maus früher. Ich habe noch meine G5-Maus. Ich habe auch noch eine hier. Das ist die erste Lasermaus von Logitech gewesen mit Gewichten und sowas. Und die funktioniert immer noch. Ja, auch noch eine hier. Und ich habe auch keine andere Maus gefunden, die mir auch so gut in der Hand liegt. Die Nightspot von Corsair finde ich sehr schön. Mhm. Die ist sehr ähnlich. Ich glaube, meine G5, die müsste jetzt, glaube ich, bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel haben. Ja, ich nicht mehr Dirty Harry. Ich habe mittlerweile schon so viel Tastaturen und Mäuse gehabt durch Sponsoren. Ich habe bestimmt in meiner Streamer-Lebzeit 15 Tastaturen gehabt. Von Corsair alle Mäuse. Also ich habe jetzt aktuell hier 1, 2, 3, 4, 4 Stück liegen. 4 unterschiedliche Mäuse. Und ich habe noch eine... Und 3 Stück habe ich noch im Lager liegen. Ich habe keine Ahnung, Black Sora, weiß ich nicht. Nee, damit mache ich keine Giveaways. Das gebe ich meistens meinen Freunden. Wenn mal jemand zu Besuch ist, der kann sich dann was mitnehmen aus dem Lager, wenn ich es nicht brauche. Ich teste die ja immer erst ausgiebig. Und dann gehen sie weg, Freunde. Ja, Kräft. Ja, habe ich hier, Black Sora. Bin sehr zufrieden und sehr begeistert davon. Ich benutze die am Hackintosh sehr viel. Die sind wirklich sehr nice. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Hallo, mein Freund. Hallo, Reflux. Also bis dato muss ich wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Headset. Reifendruck ist wieder perfekt im Saft. Nice. Darf ich dein Freund sein, mal vorbeikommen? Ich frage für einen Freund. Ach, jetzt auf einmal seid ihr alle mein Freund, ja? Nils, mein liebster Kuchen-Buddy. Ich habe mich, Pankoin, ich habe mich heute so gefreut, als du gefragt hast, was essen wir denn heute für einen Kuchen? Ich musste so lachen. Was stand da gerade im Chat? Ich habe es nicht gelesen. Hä? Okay. Wenn du nicht... Also ich meine, die von der Race Control. Wenn du nicht jemand überrundest, dann bitte nicht flashen. Copy. Habe ich ja nicht gemacht. Okay. Danke. Noch kurz. Ihr müsst mir dann sagen, falls es zu einem VSC kommt, weil ich höre es ja nicht. Ich habe den Discord gemutet. Jo, machen wir. Den Chat meinte. Wie, wir dürfen keine Photonen abballern. Na toll. Aber du hörst das auch hier, Remo. Das kommt auch hier durch mein Mikrofon durch. Copy. Fanservice, Brudi, Fanservice. Oh je. Du musst doch nur rechtzeitig schnell klicken. Joa, das geht schon. Das meinen die nicht ernst, oder? Doch, das meinen die ernst. Nein, beim Überrunden ist das okay, aber so aus, einfach so flashen ist nicht gut. HS80, Black Sora. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Die Cestier, die Cestier. Schwader, Dankeschön für 15. Willkommen zurück, Maga. Ich feiere das auch, Pankoin. Also für mich ist es auch mittlerweile echt schon Ein Wochenende ohne Rennen ist für mich echt schon unvorstellbar geworden. Das ist ganz weird. Ja, wir sagen das Michel nachher schon. Stimmt. Nee, gibt's nicht, Manni. In der Sim hier gibt's keinen Nürburgring mit grüner Hölle. Jo, da es ja von der SRO lizenziert ist und die SRO nicht auf der Nordschleife fährt. Und solange sie es auch noch nie getan hat, wird es das halt nicht hier reinfinden. Ich meine, die Laserscans sind alle von Assetto Corsa vorhanden. So ist es nicht, dass sie sie relativ zeitnah reinfügen könnten, aber sie dürfen es nicht. Du bist halt körperabhängig. Was ist denn körperabhängig, Maika? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Gugus. Weiß ich nicht, Sidney. Nee, geht nicht. Es ist nicht, nicht modbar. Also nicht offiziell erlaubt modbar. Das geht halt nur im alten Assetto Corsa. Da kann man sich frei austoben. Nordschleife hatte die dabei, Pico Race Room hatte die dabei, AC hatte die dabei, iRacing hatte die dabei, R-Factor. Das ist alles PC, ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die in Gran Turismo auch dabei sein wird. Ich glaube, ja. Vielleicht nicht unbedingt Laser gescannt, aber... Remo ist ultra schnell unterwegs. 10 Sekunden Vorsprung auf Platz 4. Oh, 1,54er, ne? Ja. Oh, 1,54,5, ey, richtig gut. Vorteil werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, Reflux, ja. Ich habe Forza Horizon 2, 3, 4, habe ich alle im Stream, also storytechnisch durchgespielt. Ich werde Forza mit Controller fahren, ja. Hab ich gar keinen Bock auf Lenkrad. Forza ist ein Arcade-Game. Das macht keinen Spaß mit Lenkrad, Leute. Forza ohne Lenkrad? Forza ist, also Forza Motorsports ist nicht gleich Forza Horizon, ne? Forza Horizon ist sehr arkadelastig, das lohnt sich nicht mit dem Lenkrad zu fahren. Forza Motorsports ist, geht schon eher in Richtung Sim, da kann man auch mal mit dem Lenkrad fahren. Richtig. Das sind ja zwei unterschiedliche Games. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Ja, Call Me Brain habe ich probiert, Automobilista, aber meine Wheelbase funktioniert da nicht. Ich habe mir das Ding komplett mit Season Pass, allen Pipapo habe ich mir geholt und ich konnte meine Lenkachse nicht belegen. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. War mir zu blöd. Das ist belastend. Dann habe ich es wieder zurückgegeben. Das funktioniert scheinbar wohl mit Heusingwelt, sag ich, mit SimuCube nicht so richtig. Irgendwie soll man das wohl hinbekommen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so schön Automobilista auch ist und so toll das ist, aber was willst du denn da machen? Also... Ich weiß nicht, ob es da sowas gibt wie Race-App für oder sonstiges dergleichen. Ich bin halt super verwurzelt und verankert in ACC. Also ich habe jedes Wochenende ein ACC-Rennen. Ich stecke halt in der ACC-Community drin und für mich ist das halt schwierig, andere Sims zu fahren. Also heißt nicht, dass ich die nicht mag. Ich finde dafür halt einfach gar keine Zeit. Weil ich bin jetzt nicht so an dem Punkt, wo mich ACC schon unfassbar langweilt, weil ich der schnellste Dude auf der Welt bin, sondern ich habe ja immer noch Ziele und will ja immer noch was schaffen und so bin ich halt unter der Woche, muss ich halt für die Wochenenden auch immer noch was machen und trainieren, ne? Weil es dann alles andere ein bisschen unwahrscheinlich macht. Ja, und du hast dann nicht das Problem, dass du dich ständig auf ein anderes Fahrgefühl einlassen musst. Genau. Wenn du zwischen den Sims hin und her hüpfst. Das ist auch immer so krass, wenn du von ACC auf iRacing gehst, dann denkst du ja, ach du Scheiße. Andersrum ist es einfacher, wenn du von iRacing Richtung ACC gehst. Ja, das ist echt ein großer Unterschied, ja. Assetto, moin. Ich fahre nach Remo. Ich bin gleich dran. In 40 Minuten. 55 Minuten. Oder 55, genau. Circa. Remo hat noch 59 Minuten auf der Uhr. Seitdem ich ACC angefangen habe, fahre ich keine anderen Sachen mehr. Rallye gibt's leider, ich würde super gern sehr viel Rallye fahren, aber Rallye gibt's leider kein Game, was, also Dirt Rally 2 ist schon ziemlich geil, aber da fehlt mir halt der Singleplayer dafür, der ist halt boring und WCCR hat einen unfassbar geilen Singleplayer, aber er sieht halt aus wie ausgekotzt. Also wäre geil, wenn es das zusammen gibt. Ja, WCR10 sieht aber aus wie Kotze. Das ist einfach, das Game ist einfach stehen geblieben. Sieht genauso kacke aus wie 9. Also tut mir wirklich leid, wenn ihr das mögt so, aber ich setze mich da nicht rein, da kriege ich die Krise. Da ist so viel Kantenflimmern und Pixel und also für ein Game für 2021 ist das schon ziemlich unverschämt. Ja, für Gran Turismo 7 müsste ich mir erstmal eine PlayStation 5 kaufen, weil ich habe immer noch keine. Remo fährt ja, an eine ranzukommen. An eine PS5 ranzukommen ist ja auch irgendwie Glücksspiel. Ja, ich kaufe keine gebrauchten Sachen sogar. Ich habe damit so oft ins Klo gegriffen mit gebrauchte Sachen kaufen. Das stimmt, Kuhpirat. Geld habe ich nicht. Ich muss auch sagen, meine Prio für eine PS5 ist extrem niedrig. Ich muss gar nicht unbedingt eine haben. Ja, ich habe es einfach aufgegeben. Ich warte, bis das einfach mal richtig verfügbar ist und dann snack ich mir auch eine. Ja, richtig. Weil am Ende fristet sie sowieso dann wieder ihr Dasein als 4K Blu-ray-Player. So wie es bei mir mit der PS3 war. Die hat sich auch am Ende als Blu-ray-Player entpuppt. PS4 hab ich gar keine mehr gekauft. Maslow Niane, dankeschön für 2 Monate. Ja, Blu-rays gucke ich auch nicht, also für mich ist es einfach nur für die PS5 Games und für Gran Turismo. Also für Gran Turismo werde ich mir auf jeden Fall eine holen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Trevor, Dankeschön auch an dich für den zweiten. Aber ich mache mir da jetzt halt einfach keinen Stress. Ich tausche PS5 gegen SimuCube 2. Klingt nach einem fairen Deal auf jeden Fall. Da musst du aber noch ein paar Playstations drauflegen, mein Freund. Michel. Ich gebe dir 8 PS1, dann hast du also eine PS8. Nope. Nee, auch das, nee. Oh, oh. Ich habe irgendwo auch noch mal eine PS. Hier, da steht auch noch eine PS2. War F1 mal Thema bei dir? Nee. F1 ist nicht meine Rennserie. Sagt mir nicht zu. Du musst jetzt mal aufstehen, kleiner Mann. Du musst mal warm fahren und Drücke rausfahren. Oh, guck mal hier. Oh. Oh. Vorsichtig. Oh. Füße hoch. Füße hoch. Schön. Papa muss sich mal warm fahren jetzt. Ja. Mann. Oh. Onkel Remo ist nämlich fast fertig. Alte Konsolen, ich kann noch mit einer NES dienen. Ich habe noch einen Gameboy. Allererste Generation. Okay, da habe ich nur den Pocket. Aber die NES ist cool. 24 Grad. Machen wir uns mal bei 23 warm. Was haben wir gerade für eine Zeit? 16 Uhr, 17 Uhr werden wir da wahrscheinlich ungefähr fahren. Könnte sogar fast 18 Uhr sein. Wie viel Grad? 6? Ambient 15 Grad musst du einstellen. Ja, das wird nix. Wie viel haben wir denn auf der Strecke? Warte. Wir haben gerade 18,24. Okay, dann wird das Wild Guess. Das heißt, wir müssen... Also das ist noch zu warm. Ja, ja. Das ist ja, das ist sowieso immer wildes Raten hier. Okay, ist gerade auch Strecke, so ist auf 23 Grad runter. 18,23 haben wir jetzt. Das klingt nach einem Plan. Ja, in-game, also bei Remo ist schon 1 Grad kühler insgesamt. Ja, das wird schon gehen. Das macht nicht so viel Differenz. Und es wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen kühler werden, wenn du deinen Stint anfängst. Ja, denke ich auch. 2 Grad kühler wahrscheinlich dann, als zu deinem jetzt. Ja, das wird dann 1 Klick oder so. Ja, 1 Klick mehr hoch oder so. Oh, 2 Tage Pause in der Beine fühlt sich echt gut an. Nicht schlecht. Drei Tage Pause vom Fahren oder vom Trainieren? Nee, trainieren tue ich jeden Tag, aber fahren. Ah, okay. Moin zum Vince. Was geht ab? Sind wir Expo gut überstanden? Moin El Winko. Habe ich gesehen im Chat. danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Graue Logge gifted A Tier 1 Sub to ELVINCO. They have given 52 gift subs in the channel. Graue Logge, danke, dass du Vincent einen zugesteckt hast. $12K, neues Subhol. Da sehe ich uns. Oh, Alex, Dankeschön für 53. Willkommen zurück. Fahre ich heute in Hoodie-Chat oder fahre ich nicht in Hoodie? Hoodie wäre eigentlich geil. Kann ich noch mal ein bisschen Kalorien verbrennen. Oh, das war zu spät. Geht. Shit. Das dürfen wir im Rennen nicht machen, scheint. Ah, ist doch nichts passiert. Ich habe nichts gesehen bei dir. Deswegen fahren wir uns ja auch warm. Bei mir ist alles super, Alex, ja. Mir geht's blendend. Wie geht's dir? Bei dir auch alles gut? Hauptsache 28,6 auf dem linken Reifen. Schön. Der Ring anstrengender? Naja, nicht wirklich. Für die Konzentration ist es hier einfacher. Aber die Chancen, dass man sich einen Cut reinfährt, sind deutlich höher als auf Bratwurst. Rotwolf, moin. Momentan läuft's gut, wir sind auf Platz 3. Wer? 7 Sekunden vor Platz 4. Wir? Wir sind auf Platz 3, ja. Ja, ja. Wollte sagen. Hab nur auf die Frage geantwortet, wie läuft's? Ach so. Ja, die Frage hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Deswegen dachte ich mal, na klar. Ich beantworte sie einfach mal. Na klar. Okay, ich glaube für Hoodie ist too soon, Chat. Too soon. Simon, moin. Jo, ist alles super, Simon. Ich gehe gleich ins Auto. Für eine Stunde. Fahre mich gerade ein bisschen warm. Oh shit. Ich gehe gleich ins Auto. Ich werde oft eingeladen zu Rennen, Race-App und Mundpropaganda. So komme ich meistens in die Rennen rein. Also zu dem Rennen, was wir heute fahren, wurde ich eingeladen. Zum Beispiel. Ach, das erklärt dann auch die recht kurzfristige Anfrage, ne? Was? Wer mitfahren will, nee. Wollte. Ach so. Das habe ich vorher einfach vergessen. Ah, okay. Ja, es war durch Wurstwurst war so viel los, dass ich das ein bisschen... Ja, das stimmt. Habe. Das ist ja auch kein Problem. Haben sich ja 4 Leute gefunden, beziehungsweise 3 weitere. Ja, Michel wollte ja sowieso mitfahren. Also das war ja eigentlich schon relativ safe. Mhm. Zur Not wären wir wahrscheinlich auch 12 Stunden zu zweit gefahren. Ja, es geht auch. Ist dann wirklich tierisch anstrengend. Ja. Habe ich einmal gemacht und ehrlich gesagt möchte ich es nicht nochmal machen. Vor allem, das war damals im GT4 auf Bratwurst Multiclass-Rennen. Uff. Ja, Tom Gaming, der macht dir doch Suppe. Ja, Luca, wir hatten dann zum Glück noch 2 weitere da. Also angedacht war es zu 4 zu fahren, aber dann wurden wir zum Team Invalide. 2 Leute sind leider ausgefallen durch Verletzungen. Und die haben aber dann ein bisschen Renningenieur bzw. Spotter gemacht, was uns enorm viel Arbeit genommen hat. Vor allem brauchte man dann nicht permanent in den Rückspiegel zu gucken, wann GT3 kommt. Das hat gut Arbeit abgenommen, aber trotzdem. Multiclass-Rennen GT4 in Bratwurst, dann jeder 6 Stints. Ist schon anstrengend. Wie viele sind jetzt gerade Ava im Rennen? 24, ne? Meinst du an Fahrzeugen im Rennen? Nee, Temperatur. Achso, Temperatur, warte. 1823. 1823. Ich hab jetzt. Und irgendein Auto ist runter, sind nämlich nur noch 37 statt 38. Okay, ich Poker-Chat. Scheiße werden. Mal gucken. Wir müssen uns mal kurz merken, dass das hier für 23 ist. Das ist 23 Grad. 23 C. Wenn es nicht kälter wird, um einen Grad, dann müssen wir auf jeden Fall auf allen einen Klick wieder runter. So, jetzt schwitze ich schon. Schön. Wir fahren ohne Hoodie heute. Uff. So, Remo hat noch Stint-Time von 31 Minuten. Oh. Es ist gut möglich, dass es noch ein Grad kühler wird, bis du anfängst. Und wenn es nicht so der Fall ist, dann wird es dann nicht lange dauern. Sag mal, was ist denn mit meiner Maus heute los? Sag mal. Die hat so komische Disconnects, ey. Weißt du? Pinging 97 Server. The fuck? ACC you drunk? Go home. Okay, jetzt. What the fuck? Jetzt hast du auch einen Refresh-Button. Vielleicht geht's jetzt. Der ist jetzt nicht mehr ausgegraut. Ne, ich muss, glaube ich, neu starten. Ja. Das sieht nach Neustart aus. Sag mal, was ist denn heute mit meiner Maus? Feels weird, man. Multiplayer. Willst du mich verarschen? Nee. 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 Green Line, go, go, go. Nee, du darfst nicht auf meinen Schoß, weil ich will gleich aufstehen. So, wo sind wir denn? Nee, wir sind nicht mehr auf... Mir fällt das nächstes. Brauche ich den mal nach die Drücke. Ich? Ich bin das? Das sind, sagst du mir, wenn du kannst? Jo. 26,8? Jo. 27,2. Jo. 26,4. Jo. 26,8. Copy. 26,8, 27,4, 26,4, 26,8. 27,2, Entschuldigung. Vorne rechts. Ja, Entschuldigung, habe ich auch drin stehen, sorry. Ja, dann passt's. Copy. Großartig. So, dann lasse ich euch kurz mal mit Ava in Ruhe, zieh mal meinen Hoodie aus, weil sonst schwitze ich mir den Tod. Und dann bin ich gleich wieder da. Right guys, it's going to be a virtual safety car in about 10 seconds, so just fair warning, I'll give you a countdown. Achtung, in 10 Sekunden gibt es gleich VC, ich zähle dann runter. Copy. Einfach im Pit-Limit da. Ja, ja, genau. Right, so virtual safety car in 5, 4, 3, 2, 1, and there we go, there guys. Yes. Right, Jan, please reconnect and let me know when you're on the server. Looks to me like he's on the server, so we'll be restarting in 5, 4, 4, 3, 2, 1, go, 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 go. Danke. Gerne. Muss natürlich dann passieren, wenn Dizzy gerade nicht da ist und dann Remo es nicht hören kann. Was gerade passiert ist, einer ist vom Server geflogen, hatte wahrscheinlich einen Disconnect, um extreme Lags zu, weil jeder die Full Custom Liveries hat. Ich habe sie jetzt nicht runtergeladen, deswegen bin ich davon nicht betroffen, aber andere dadurch riesen Lags bekommen, wenn einer wieder rejoint. Hat die Rennleitung halt ein Virtual Safety Car eingeführt und die zählen dann halt runter und dann müssen alle im Pit Limiter reingehen und dann kann das Team wieder reconnecten, rejoinen und ohne dass dann einer bei voller Fahrt einen Mega-Leck hat und dann irgendwie in der Wand landet. Weil es ist ja leider so, dass ja bei Full Customs dann jeder wirklich alle Liveries hat und dann einer raufscheuen, dann gibt es halt so ein, 2 Sekunden Lag. Moin, viel Erfolg das Standbild und dann so. Kuss auf die Nuss. Ja, wäre das mies, wenn du volle Hütte an die gerade fährst. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Lösung. Hat ja auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich meine, jeder Punkt war irgendwie weiß dargestellt, dass sie langsam unterwegs sind. Jo, wir sind schon knapp. Ja, einen kompletten Stint schon auf P3. Im ersten Stint hat Remo sich den geschnappt. Viel Spaß. Ah, der Konrad ist ein bisschen jetzt rangekommen. Ein kleines bisschen, aber noch nicht gefährlich. Dizzy fährt gleich. Also, wenn Remo in circa 24 Minuten dann reinkommt, also oder 25 Minuten, oder 22 Minuten reinkommt, dann ist Dizzy Stint. Er macht gerade nur ein bisschen Striptease und zieht sich seinen Hoodie aus und geht wahrscheinlich nochmal auf Toilette und Co. Richtig, er hat eben die Reifendrücke rausgefahren. Richtig, Rotwolf. Okay, ich weiß nicht, was du mit GR4 meinst. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. So wieder. WB kann ich also leider nicht beantworten. GT4. Also. Achso, GT4. Ja. Nee, das ist GT3. Wo du weg warst, gab es tatsächlich einen VSC. Echt? Ja. Hat man das gehört? Naja, ich hab's gehört, ja. Hat alles geklappt. Ich konnte es dann an Remo weitergeben. Hat alles super geklappt. Okay. Von daher, alles super gelaufen. Turop, Dankeschön für 66 übrigens. Zum Glück haben sie es auch mit einem 10 Sekunden Countdown gemacht. Da hat man dann tatsächlich genug Zeit, sich zu entmuten. Ja, okay. Das heißt, sie haben aber auch einen Countdown tatsächlich auch im Ingame-Chat runterlaufen lassen. Wir fahren Audi. R8. Audi R8 fahren wir. Der hinter uns ist ganz schön schnell. Ja, er hält mit. Mhm. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Ja, es ist auch schon 18:22. Moinsen. Wird also mit deinen Drücken hinhauen. Ja, denke ich auch. Hey Tino, dankeschön für 9. Wenn das so weitergeht heute, dann haben wir aber wirklich noch das neue Mondslot frei. Mein lieber Mann. Danke, Chat. Da haben wir noch 10 Stunden für. Oh. Da geht noch was. Gott, ich würde niemals eine R8 fahren im Real nehmen. Nein. No, thank you. Irgendeine Pimmelkarre hauptsächlich fährt. Das reicht. What? Excuse me, Officer. Kleiner als 3. Zeitjan, dankeschön für 20 Subs, Maga. Sag mal. Halleluja. Vielen Dank. Und Emma Geron, dankeschön auch an dich für 2 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank für dein Prime. Hauptsache erstmal 20 Hause kalten, du. Dankeschön. Da kann man ruhig auch mal einen Chat hypen. Jetzt, wenn wir so einen Hype-Mode haben, kann man das ja auch mal machen, oder? Oder ein bisschen wiggeln oder beides. Das ist ja auch, kann man schon mal machen. Dann wiggle ich doch mal mit. Let's get wiggle to rumble. Ausrufezeichen Rennkalender, Tom. Oho, oho, oho. Schön, schön, danke. Toppi, toppi, toppi. Motivation ist da. Hey, Zeitjan, dankeschön. Wirklich. Vielen Dank, Maga. Oder Margarine, weiß ich noch nicht genau. Oder Sternchen. Ja, sagen wir einfach Mensch. Vielen Dank, du toller Mensch, du. Moinsen, Maga. Sock 3 gifted A Tier 1 Sub to Tom Gaming De. They have given 635 Gift Subs in the channel. Aktuell sind wir zweiter, Toni. Entschuldigung fürs Gähnen. Der Kuchen macht müde. Ah, Dritter. Was habe ich denn gesagt? Zweiter. Wir sind Dritter. Warum habe ich ein Zweiter gesagt? Weiß ich nicht. Entschuldigung, ich hatte gerade Sauerstoffmangel, okay? Danke, Sorge, dass du Tom einen zugesteckt hast. Taco, dankeschön, dass du Hirseprinz auch einen reingesteckt hast. Wahrscheinlich, weil du 2 Stück Kuchen hattest. That's true. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, Panguin, nachher gibt es erstmal noch richtig schöne, geile Kohlsuppe. Oder ich krieg noch was vom Grill. Ich glaube, ich krieg was vom Grill. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht meine Kohlsuppe essen, sondern erst morgen und lass die noch bis morgen durchziehen. Da sehe ich mich. Ich auf P2? Ja, doch. Sachen reinstecken ist auch echt, ehrlich gesagt, nichts Verkehrtes, Miss Katrin, muss ich ganz ehrlich sagen. Reinstecken ist immer gut. Ey, Louis, moin, Maga. Nee, das war V12, Aston Martin. Also Dizzy, wenn du jemals mal mit einem Jago fahren wirst. Ja. Ich melde mich sofort freiwillig. Okay, nein. Ist ein tolles Auto. Das glaube ich. Also er klingt halt phänomenal im Cockpit. Ja, zu viele Essensoptionen, Chat. Viel zu viele Essensoptionen schon wieder. Ich glaube, die Kohlsuppe muss ich noch einfrieren. Ich habe noch einen halben Kohl übrig. Das heißt, ich muss morgen nochmal welche machen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Noch ist September. Kohlsuppe vom Grill, ihr macht Sachen. Nee, Kohlsuppe steht auf dem Herd. Schon seit, die zieht schon seit echt langer Zeit. Also ich meine, die ist aus, aber die zieht. Uff. Uff. Richtig wild. Oh nee, das geht nicht, Luca. So viel kann ich nicht essen. So viel kriege ich nicht runter. Da komme ich morgen nicht aus dem Arsch. Ich bin mal eben 5 Minuten weg. Ich mache mir mal was zu futtern. Ja, mach das. Stell dich nicht so an. Was? Ey, weißt du, erst sagen ja alle, du bist zu fett, dann wollen sie, dass du wieder frisst, so. Was ist denn da los? Entscheidet euch mal. Was denn jetzt? Schrottelinchen, das ist, ich nutze gerade jeden Morgen in meinen Hafer... Zeit ja nochmal? Okay. Was? Zeit ja, Dankeschön, Maga, für 5 Hütten. 10 meine ich, danke. Na, jetzt nicht mehr, Buschmann, früher. Jetzt nicht mehr. Simon hat Bock, Junge. Simon mag die neuen Emotes. Ich mag die auch. Zeijan, Dankeschön. Echt jetzt. Vielen Dank. Wärst du jetzt noch auf dem Tarot, Remo? Definiere. Wie lange musst du noch? 11:39. Okay. Bin da und ready. So, hören wir mal alles fertig. Copy. Sogge ist auf jeden Fall der... Ich glaube, nee, Edi Neu ist immer noch der absolute Sugar Daddy, aber Sogge ist auf jeden Fall... Socke ist auf jeden Fall, glaube ich, 2 Schiffs der Sugar Daddy. Obwohl ich mein eigener, glaube ich, bin. Ich habe am meisten Subs verschenkt im Channel hier. Mit Abstand, glaube ich, immer noch. Bitte mach keine Hipster-Diät. Maga, ich mach keine Diät. Ich mach keine Diät. Ich esse einfach noch anders. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und Alter, ich bin weg. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Dankeschön. Edi hat 1000 Subs verschenkt. 1150 hat Edi verschenkt. Das weiß ich noch. Ich glaube, das ist locker noch nicht ganz angekommen. Und ich habe 1400. Selber. Troll, Dankeschön für 10 Hütten, Maga. Dankeschön. Du brauchst einen Sugar Daddy-Emote. Wenn mich jemand dran erinnert, schreibe ich mir das nachher auf. Dann mache ich mir einen Sugar Daddy-Emote. Ich muss eh noch ein paar wechseln. Aber ich wünschte, ich hätte 60 Slots, ne? Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen T2 und 3 auffüllen. Ich habe so viele Emotes noch, die wir auf dem Zettel. Ich habe nur so viele Emotes, die ich gerne machen möchte. Wie kamst du darauf, vernünftiger zu essen? Ich habe Anfang dieses Jahres sehr viel mit Simracing zu tun gehabt. Und mein Körper war leider ein bisschen zu marode, um diese ganzen Rennen zu fahren. Dann habe ich angefangen zu laufen oder bin gelaufen. Habe begonnen, meinen Körper etwas zu benutzen. Und dann habe ich dadurch gefühlt 20 Kilo abgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie wär's da mal mit bewusster Essen? Dann habe ich angefangen, bewusster zu essen. Und jetzt habe ich 28 Kilo abgenommen. Tendenz steigend. Und seitdem esse ich bewusster und ordentlicher, vernünftiger, regelmäßiger, gesünder. Was brauchst du für den nächsten Emote-Slot? Jetzt gerade sind wir bei... hier könnt ihr das ja auch sehen. Jetzt gerade sind wir bei 1901 von 2.8. Für einen Slot mehr. Bin auch wieder da. Wibi! Danke. Ich war sogar vorbildlich und habe das Handy mitgenommen. Schön. Prima. Haben wir ja zum Glück nicht gebraucht. Nee, das sind Punkte. Subpunkte, Miss Katrin. Das sind nur Punkte, nicht Subs. Oh, wir sind auf 2. Boxenstopp. Das heißt, wie viele Subs? Das gibt zu viele unterschiedliche Konstellationen, weil ein Tier 3 Sub gibt 6 Punkte, Tier 2 3 und Tier 1 1. Also gibt es unterschiedliche Konstellationen. Aber es sind halt 900 Punkte jetzt, genau. Oder 899. Ist das vom Rennfeeling eigentlich okay, wenn Teams teilweise 5, 6 Sekunden pro Runde langsamer sind? Oder wäre es angenehmer, wenn das Feld dichter wäre? Nee, das geht. Das wird auch nicht passieren. It's not, weil die Leute fahren immer unterschiedlich. Es kann immer was passieren. Irgendwer hat falsche Reifendrücke. Irgendwer ist abgeflogen. Das wird nie so sein, dass man eng beieinander ist. Das wird nicht passieren. Also von daher, so schlimm ist das gar nicht. Ist dann, moin, Smager. Was geht? So, dann machen wir mal hier alles fertig für euch. Warte mal, ich darf mich ja hier gar nicht muten, sonst hört ihr mich ja gar nicht. Ich denke mal noch diese und nächste Runde noch. Obwohl doch, ihr hört mich dann über Teamspeak, da kommt das auch raus. Ja, denn bis gleich aber. Kannst du kurz mal Mikrofontest machen, aber? Achso, wo, wie, was, was? Ihr könnt aber hören, denke ich, Chat, oder? Gut. Aber ich mache an deinen Stream einfach out. In 2, 3, ich bin bei dir, Remo. Copy, habe noch eine Runde. Mhm. Wollte ich noch nicht mal mehr viel Glück wünschen. Mir geht's super, Stan. Mir geht's wirklich super. Ich glaube, mir ging's noch nie besser. Ich glaube, ich habe gerade so den Peak of Lifetime. Während ich hier mein Käsebrot esse. Last lap, last lap. Copy. Darauf habe ich gewartet, genau. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, Schubidubi. Abfahrt. Oh, der sah komisch aus. Ich wollte eigentlich... Okay. Ich wollte hier einen High Five geben. Sorry, Remo. Was? Sorry. Fürs Reinquatschen. Achso. Schöner Sinn, Remo. Kannst du TC auf 2 stellen? Jo. Bremsbalance auf 59,8. Jo. Großartig. Super gefahren, Remo. Ganz stark. Ja, super. 26,8, 27,2, 26,4, 26,8, Reifensatz 3, voller Tank, du. Jo. Ja, sehr schöner Stint, Remo. Und Dizzy, toi, viel Glück, du machst es. No, no. Ja, es geht. Ich hätte jetzt Mitte gegen Ende, ich hätte übelste Konzentrationsprobleme. I don't know. Alles gut. Schmeißt du den Wagen an? Ich versuch's, ja. Aber okay. Grundlegend, sonst Zündung ist an. Yeah. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Hab ich. Good luck. Danke. Willkommen zurück. Schön gemacht, Remo. Danke. Na, ich bin jetzt mit dem zweiten Stand überhaupt nicht zufrieden. Das Auto zu viele Fahrfehler, zu viele Flüchtigkeitsfehler eingebaut. Ja, ich hatte die Konstruktion. Ja, das Auto sah manchmal ein bisschen wild aus. Ja. Bin da auch einmal über die Schikane vollgekartet. Ja, das habe ich gesehen, aber gab ja zum Glück keinen Cut und ging ja alles gut. Bleibt aktuell immer noch bei dem einen, den ich in Runde 2 hatte. Jo, alles gut. Hast du aber gut gemacht, auf P3 gehalten, ey. Was wollen wir mehr? Oh. Ich meine, dass die beiden Erstplatzierten, dass 1 und 2 ja, schneller sind als wir, das ist gesetzt. Das ist jetzt auch nicht schlimm, ja. Na guck mal, ging doch perfekt aus mit einer Sperrzeit sozusagen. True. Ich werde auch mich noch kurz hier bei diversen Leuten bedanken. Einerseits danke an alle, die auch eben wegen hier Lobung wegen Stints. Ja, was haben wir hier noch? Ach du heilige. Ihr deppert, wie viele neue Leute sind hier reingekommen. Also, fangen wir mal an. Beatborg, Madness TP, Metto 28, ZMS Failure, Sneaks 37, Grüni 83, AC20 Rags, The Jail, Bommelsen, Lola Rent 1472, Emston 77, Colonel 4711, Andy, Stan, Afro lebt. Danke für eure Follows und herzlich willkommen. Und DJ EFS, fettes Merci für den T1 ab. Bus aufdecken. Oh. Danke, Patrick. Wolfmann, danke auch dir für dein Voll- und herzlich willkommen in der Genisse Familie. Ja, I don't know, wie gesagt, ich hatte einfach auf einmal maximales Konzentrationsdefizit. Konzentration war komplett RIP eine Zeit lang. Wie sieht's denn eigentlich auf P5 aus? Also, der ist überhaupt P5. Ah, okay, immer noch der Porsche, ne? Die 222, wo sind denn die überhaupt? Oh, die sind der erste Ausgang Mercedes-Benz Arena. So weit weg sind die, krass. Ja. Und Seidel aktuell fährt jetzt wieder, das ist Sönke Seidel. Ja, mein Namensvetter. Danke, Wolfman. Oh, DJ, da bist du hier genau richtig. Morgen nehme ich um in der Richtung 1 Uhr, 14 Uhr, gibt es wieder den klassischen NASCAR Sunday. Da fahren wir alles mögliche in iRacing rund ums Thema Oval, beziehungsweise um 16 Uhr fahren wir sogar die NASCAR iRacing Series diese Woche in Las Vegas. Und deswegen ist man sich, ne? Gehen wir mal anschauen. So. Genau. Das ist wie folgt. Ich müsste ja mich langsam bereit machen, um nachher gehen zu können. Jo. Sich kurz. Zack. Hopp. Also, weil dann will ich nämlich jetzt alles so weit vorbereiten, dass ich hier easy restreame und nicht aus AC raus bin, damit, ne, man weiß ja nie. Mhm. Hoffentlich nicht, aber man weiß trotzdem. Mhm. Muss nicht nochmal sein. Nicht unbedingt, nein. So, schließen. Packen wir nämlich hier mal dieses Stream rein. Ich ziehe doch gut. Ja, und hört so, sich jetzt, ja, stimmt, bei, über diesen, ja, okay. Genau. Mal ganz kurz muten. Ja, in diesem Sinne, ich bin da mal kurz weg. Ich habe noch Qualifying oder Pre-Qualifying für die Racing Unleashed Series. Oder müssen wir das hinhalten? Toi, toi, und viel Glück dir. Jo, danke für mal. Ich mache noch ein kleines Textlein rein. Umbenennen. So, hier. Oh, der Kerl. Wieder. Mockersoft, nein, leider nicht, weil immer noch so Upload, immer noch am Absacken ist und ich will es nicht riskieren, nochmal deswegen vielleicht einen Disconnect zu kriegen. Ich würde gerne, lieben gerne, aber momentan ist das mir für die Bildqualität und andere zu risikohaft. Ja, hoffen wir bald, dass du stabiles Internet hast. Jo. Licht ist am Ende des Tunnels ist ja zu sehen. Mhm. Gut, wir müssen diesen müssen wir noch kurzzeitig beibringen. Ich muss ein bisschen früher schalten, damit wir weniger Sprit fahren. Ich sehe gerade, er hat 3,2 Liter verbraucht. Jetzt zweitens den, ich habe gar nicht gespart, also nie mit Punkt 2 gefahren. Mhm. Und hat ja, du warst immer so... Ja, 304, 308, vielleicht mal 301. Mhm. 301 mal. Aber dann kommt er eigentlich komplett durch den Stint und hat noch ein bisschen ohne Map mit. Ja. Gut, dann ich würde mich aber für kurzzeitig verabschieden. Wie gesagt, spätestens 8 Uhr dürfte ich eigentlich wieder zurück sein. Jo. Vom Server bin ich und restreame hier einfach easy. In diesem Sinne... Bis später und jo, bis später. Easy, ich bin da mal kurz raus. Wir hören uns um 8 Uhr wieder. Ja. Bis denn. Tschüss. Geh sie bitte einmal den Motor nicht ganz so weit ausdrehen, damit wir mit dem Sprit auch hinkommen. Ein bisschen mehr an die Reflights gucken. Die Reflex sind die Schaltblitze. Ja, deswegen, genau, deswegen habe ich Ihnen gesagt, nicht etwas früher schalten, weil wenn er den Motor zu sehr ausdreht, frisst das mehr Sprit. Hat man jetzt, hat ja Remo, ist ja gerade aufgefallen. Remo hat einfach einen Ticken früher geschaltet, also noch nicht mal explizites Shortshifting gemacht, sondern es einfach ja, nach den Reflex halt schalten. Und dadurch hat Remo halt den Verbrauch zwischen 3,04 bis 3,08 hingebracht. Die sind ja jetzt bei 3,2. Nils, das kommt, weil das ein bisschen ein kleines Training dient für Michel. Die haben nämlich irgendwie nächste Woche, ich glaube, einen 24er auf dem Nürburgring mit einem Audi. Und deswegen ist es dann der Audi geworden, weil wäre fast der AMG geworden. Das hätte ich natürlich abgefeiert. Der AMG natürlich mein Haus- und Hofauto ist. Man sieht schon, der Verbrauch geht schon runter. Die Anfangsphase lief gut, wir sind von Platz 3 gestartet. Aber in den ganzen Gerangel waren wir mal kurz Platz 4. Remo hat sich dann aber dann im ersten Stint Platz 3 wiedergeholt. Hatten 10 Sekunden, knapp 10 Sekunden Vorsprung dann rausgefahren. Oder dann am Ende waren es irgendwie 6 oder 7. Remo ist einen Doppelstint gefahren, alles reibungslos, und jetzt hat halt Easy übernommen. Ja, ist vielleicht ganz cool, für den Zuschauer ist es definitiv ganz cool, wenn man die Autos ein bisschen durchwechselt, so für einen Rhythmus und dass man mal richtig ein Auto komplett beherrscht, ist natürlich immer so ein bisschen, außer für Michel, der setzt sich einfach rein und kann jedes Ding einfach nach ein paar Runden fahren. Gut, Vorteil für mich ist, dass ich in Audi eine komplette Ligasaison gefahren bin. Ja, Michel fährt, wenn Michel von der Arbeit wieder da ist. Keine Ahnung, wann er kommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also nach Dizzy fahre ich ja dann und dann mal schauen, ob dann Dizzy nochmal übernimmt oder ob dann Michel irgendwie da ist. Ich habe keinen Plan. Jetzt habe ich den Stream von Dizzy verdeckt. So, eine Stunde 1, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit mit dem Drücken rausfahren. Ah, Jaguar wäre ich sofort dabei. Jaguar ist ein tolles Auto, aber das müsste man dann auf Monster machen. Weil auf Monster ist der Jaguar tatsächlich ansatzweise konkurrenzfähig. Jo, das ist jetzt klar, dass jetzt Platz 4 aufholt, weil der Sönke Seidel ist halt ziemlich schneller Fahrer. Der konnte ja im Prinzip mit Remo mithalten. Aber Dizzy ist gerade echt auf einer guten Pace jetzt unterwegs. Der wird auch immer schneller. So, ja. Hat sich jetzt eingefahren, ist warm gefahren. Die ersten paar Runden braucht es ja noch. Und wir haben jetzt auch noch 17 Grad Luft und 20 Grad Strecke. Kommt auch jetzt seinem Reifendrücken entgegen. Das läuft. Und der neue BMW Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ich weiß es nicht. Da kann, glaube ich, Michel ein bisschen mehr dazu sagen. Oh, Brands 24 Stunden, oh Gott. Das ist auch noch eine gute Frage. Weil so die Datengrundlage zum neuen BMW ist ja auch noch dürftig. Also jetzt erst bei Nordschleife mal richtig gefahren. Ich glaube auch beim 24er Spa war er, glaube ich, dabei. Ich habe das aber nicht ganz so verfolgt mit den M4. Aber schauen wir auch mal, wie er dann so ist, wenn er dann hier in-game ist. Ja, ich glaube auch. Der wird dann wahrscheinlich nochmal genervt werden. Ich auch gar nicht, dass BMW sogar selbst mit Granaten arbeitet. Das kann dann tatsächlich dann passieren, also erstmal kurze Zeit erstmal das OP-Auto ist. Aber dann packt man dem einfach ein paar Zusatzkilo rein, zumindest in Ligen und solchen Events wie hier. Kann man ja dann einfach eine BOP anwenden. Kriegt er halt 20 Kilo und fertig aus. Richtig, genau. Mein Namensvetter, also 125 hinter uns, ist auch den ersten Stint gefahren. Immer noch bei 3,1. Zur Not muss er sonst halt mal in Maps 2 kurz Zeit fahren. Ja, hinten links, 27,6 passt doch perfekt. Und gegen Ende des Stints könnte es dann abfallen mit einem Druck. Nee, Microsoft, er macht einen Einzelstint. Nach dem Stint bin ich dann dran. Deswegen ich muss nämlich auch gleich gucken, dass ich mich auch warm fahre, beziehungsweise die Reifen drücke, dann für meinen Stint rausfahre. Der dann in-game gehe ich dann auf 19 Uhr schon. Ja, ist auch ganz schön krass, wenn den Reifen gerechnet. Das Reifendruckfenster ist irgendwo zwischen 27,3 und 27,9. Am besten, also man peilt eigentlich immer 27,5 an. Oh, Michel kommt, wenn er dann da ist, also beziehungsweise wenn er von der Arbeit wieder da ist, das weiß ich leider auch nicht ganz genau. Ich denke mal spätestens 20 Uhr ist er dann auch da. P2 ist weit weg. Ich habe noch keine Zeit hier. Vielleicht auf das Startziel. Kann ich dann gleich mal gucken. Müsst ihr mal sonst mal nach der 991 gucken. Ah, die sind gerade in der Mercedes Arena, also ja. Ja, gerade Ausgang der Mercedes Arena. Keine Erinnerung, früher schalten, ansonsten müssen wir sonst ein paar Runden mit Map 2 fahren. Ich fahre Map 2. Okay. Guck, das Stream ist schon an bei Michel. Okay, da wird er ja bald kommen. Realistisch ist P3, ja, definitiv. Auch wenn uns jetzt vielleicht P4 dann überholt, haben wir ja immer noch Michel definitiv als schnellsten im Team und Remo wird ja wahrscheinlich auch nochmal fahren. Und Dizzy und ich werden dann halt ein bisschen uns dann zurückhalten. Also vielleicht kommen Dizzy und ich halt nur auf 2 Stints und Michel und Remo fahren dann halt 3 insgesamt. Sozusagen Remo noch 1 und Michel hat dann noch volle 3. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie so verrechne. Siehst du, da ist er auch gerade reingekommen. Hat sich auch komplett erstmal gemutet, weil er erstmal wahrscheinlich anmoderieren will. Ja, Kanalpunkte kriegst du ja. Dizzy hört ja nicht auf zu streamen. Ach so, ach nee. Das meinst du. Weil du dagegen gewettet hast, dass wir nicht P3 erreichen. Oder Podium. Ich habe ja für Podium gestimmt, also kann ich jetzt nicht dir helfen. Ich habe selbst für Podium gestimmt. So, Platz 4 ist jetzt rangekommen, das heißt aber noch nicht, dass er vorbeikommt. Ich weiß nur nicht die Stärke von Dizzys Nervenkostüm im Verteidigen, wenn er ständig einen hinter sich hat. Da fehlt mir die Erfahrung zu. Da sind wir dann halt noch nicht lang genug zusammengefahren. Okay, das ist ein 24er. Und da hatten wir solche Situationen noch nicht wirklich. Weil wir nämlich ja nur aufgeholt haben. Ich denke mal, er schaltet später in Map 2 um. Ich würde es gerne weiter zusehen, aber ich muss jetzt auch leider zusehen, dass ich meine Reifentunnel rausfahre. Jo, richtig. So, ich gehe mal vom Server und fahre mal meine Reifendrücke raus. Jo, mal. What the fuck? Halleluja. Was? Was ist jetzt los? Map 2 ist ein anderes Motormapping, wo der Spritverbrauch nicht so hoch ist, natürlich auch ein bisschen weniger Leistung. Dadurch verbrauchen wir weniger Sprit. Hat manchmal sogar den Vorteil, dass es ein bisschen besser aus den Kurven rauskommt und nicht ganz so viel Power anliegt. So, und ich muss jetzt natürlich auch mal rausfahren. 20er Saison. Deswegen. 10 Uhr. Off-White. Das ist auch das 2020er. Ja. Das sieht das so komisch aus. Ja, aber das so kalt werden? 15:15 um 19 Uhr schon? Uff. Car on the left. Clear on the left. Oh, sorry, mein Mikrofon ist auch in die richtige Position. Ich merke, in meinem Stint steht dann die Sonne dann richtig tief und dann wird sie eklig. What the fuck? Oh nein. Hoffentlich ist jetzt... Oh, Dizzy hat einen Disconnect. Oder? Oh ne, oh, da fahren sie wieder. Ich sehe es gerade in deinem Stream. Entweder macht der Server gerade eine Biege. Ich bin's nicht, kann nicht sein bei mir. Ja, dann macht der Server gerade eine Biege. Also noch hat er dir ja nicht gesagt, dass du einen Disconnect hast, aber... Yeah, I'm aware the server's killed. Hang on. Yeah, the server's dead. Yo, hab's gehört.